Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Never. Es gibt leider keinen irgendwie Startscreen oder irgendwie sowas Gescheites, was wo man einfach zeigen könnte, von wem das ist oder ja, ein kleiner Trailer oder so. Gibt's leider nicht, aber egal, wir spielen es einfach mal und ja. Hoffentlich macht's Spaß, ne? Ich nehme jetzt aber mal wie in DayZ meinen Server mit weniger Leuten, also nicht jetzt gleich hier 22. Und ich hab schon mal ein wenig angespielt gehabt, so wegen Steuerung und allem. Und ich hoffe, dass die Settings, Lautstärke und so sich nicht dauernd immer hin und umstellen. Denn sonst wird es gleich nämlich kurzzeitig schnell laut. Stellt sich doch um. Ich denke, ich stell's mal so hin, das müsste klappen. Damit ihr wenig von der Umgebung. Ja, komm, kann auch das machen. Damit ihr wenig von der Umgebung mitkriegt. Ich habe hier den Rest uns eingestellt. Ja. Character. Ach, es gibt da. Das entspricht mehr meiner Hautfarbe. Geilsten finde ich. Das sieht nice aus und das sieht nice aus. Na, gucken wir mal. Was gibt's für Hosen? Ne. Da eher sowas ist für mich. Nicht das. Das ist mein Stil. So laufe ich draußen auch rum. Was können wir hier machen? Können wir da benennen? Nee. X. Oh, your skill tree and longer when investor reset. Ja, confirm. Kann ich den benennen? Hallo, irgendwas. Okay. Geht nicht. Account, da seht ihr, ich habe schon 150 Punkte vom Account, also ich habe nicht viel gespielt, also echt gar nichts, die hier irgendwas kennen. Hier kann man irgendwas leveln, was auch nicht erklärt wird oder so, aber... Ach, da hat man verschiedene, okay. Ah, es gibt noch verschiedenere. Na gut, dann gucken wir uns erstmal kurz durch, bevor ich irgendwie versuche hier was zu verstehen. Mal mit denen da. Wir hatten ihn so hingestellt, ne? So. Boah, der resettet sich also jedes Mal. Das hatte ich, ja? Und resettet, oh mein Gott. Ja, was nehmen wir? Ach, den muss man kaufen. Ah, die hier muss man kaufen. Okay, ja. Okay, no cloth, genau. Genau, am besten. Ja, was gibt's noch? Ja. Okay. Das ist natürlich mir nicht creepy, ne? Ja, gut, dann... Ich behalte einfach den ganzen normalen Urban Warrior oder wie der heißt. Warrior. Ah, da hat man schon was gehört. Es nervt halt, es wird nichts erklärt. Also hier, ich würde sagen, erhöht die Stärke der ganz... Oh, ah, doch, da steht's. Okay, da werde ich mich irgendwann mal vielleicht durchlesen. Ja, irgendwann mal vielleicht, wenn wir Glück haben. Stealth. Ich weiß halt nicht, ob das hier gleich zu dem hier führt. Wenn ich jetzt hier ein Plus mache, ob das da was macht. Ja, lass uns das gerade mal testen. Mal plus. Macht nix. Ja gut, dann können wir eh nicht. Ah, Status Points 0, ja. Enemies killed 1. Ja, so halb. Was ist Social? Team Brainless. Ach, das sind die auf dem Server sind, okay. Settings, Character. Ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal einmal dick an. Safe Zone World. Ah, Safe Zone. Immer schön sicher anfangen. Okay, hier können wir dann... In der Safe Zone können wir übrigens nicht schlagen. Und wir haben eine geile Map hier. Und, ich würde sagen, hier sollen wir hin. Allerdings die Map nicht gerade klein. Da geht's auch noch lang. Oder? Ich weiß gar nicht, ob es da unten auch lang geht. Gut, ich würde sagen, wir gehen hier hin. Das Blöde ist, ich sehe gerade nicht meinen Pfeil auf der Karte. Suchen wir den mal. Ja, ihr habt ihn bestimmt längst gesehen. So. Gucken wir mal. Boah, der sich mir nicht bewegt. Ah, da sind wir. Okay, das heißt, wir müssen hier rechts lang. Haben wir deinen gehört? Nee. Gut, wir müssen hier lang und... Market Global Inventory E. Okay, Store, Wardrobe,
Achso, wir sind in einem, gerade in einem Market. Okay, da können wir mit I zugreifen. Okay, all. Irgendwie ist hier nichts, ne? Ah, jetzt. Store. Aber wir haben gar nichts im Inventar, genau. Stimmt, ja, klar. Was ist das? Tutorial Package. Details Package to Vlad's Gunshop. Irgendwas, okay. Haben wir Geld. Cash 0. Wir sollen das hier dem Vlad geben. Alles klar. Es kann sein, wenn ihr es anfangt, dass ihr eine andere Mission am Anfang habt. Das war irgendwie ein Viech zu töten oder sowas. Aber ich habe ja, wie gesagt, ich habe eine einzige Mission gemacht, um zu testen, ob das überhaupt funzt oder so. Hat geklappt. Oh, E to read. Vlad the weapon with Vlad can combine the gun parts that can be found around the world into working weapons. Alles klar, Vlad kann unsere Waffenstückchen zusammenkleben zu einer geilen Waffe. Dann würde ich sagen, ist das hier Vlad. Gut, dann hier. So, mach. Gib her. Achso, wir müssen hier erst ausrüsten. I. Inventory. Oder wie? Wir müssen ihm das doch geben, oder? Funzt halt nicht. Wir da irgendwie reinlaufen oder? Warte mal. Guck mal. Items. Map? Nee, Items. Left arm, right arm. Melee, side arm. Ranged. Ich weiß jetzt halt echt gerade nicht, wie ich das dem aber in die Hand gebe. Kann ja auch nicht irgendwie was mehr machen. Und Objective listed above. Ja. Gut. Will ich machen, aber ja, dann mach halt das. Ich glaube, auf der richtigen. Haben wir irgendwie Quests angezeigt? Warte mal. Ja. Social. Homeset. Hold E. Ach so. Ja. Scheinbar doch nicht geklappt. Mal. Aufbleiben. Funzt nicht. Wie kann ich... Jetzt würde ich gerne wissen, wie ich das geben kann. Ich soll ja die Kiste geben. Und die Kiste ist scheinbar hier in meinem Backpack. Aber ich sehe auch gerade nicht meine... Item is not quickslottable. Ah, okay. Ja, toll. Uiuiui. Diese Geräusche schon. Warte mal, ich gehe mal hier um die Ecke. Vielleicht müssen wir auch reinlaufen, ne? Kann natürlich auch sein. Lass mich hier rein. Nee, es ist schon da vorne, aber komisch. Mal. Vielleicht. Mal. Settings. Audio, Video. Ich weiß nicht, ob die Deutsch können, ne? Gameplay. Mute Voice Chat. Ja, ich wüsste gerne, wie ich überhaupt im Voice Chat reden kann. Dann würde ich ihn kurz ansprechen. Ja, wunderbar. Wunderbar. Komm schon, gib her. Gib dem doch die Scheiße. Close. Hold E to the... Also, ihr seht da auch das Teil verlaufen, ne? Aber ich drücke einmal die ganze Tastatur durch. Objectives listed above. Geht nicht. Aber wir gehen mal zurück. Womöglich haben wir irgendwas vergessen zu nehmen. Mit der anderen nochmal reden oder sowas. Das ist natürlich die geilste, ja, gut, das wissen wir schon. Nee. Wollen wir nicht. Da. Nee, ich kann mich noch ein wenig daran erinnern, dass wir vorher hier waren bei, also hier haben wir irgendein Viech getötet.
trade with the order. Ja, das bringt nichts, ne? Ja, die sind auch komisch, die Leute hier. Ich weiß nicht, was das ist. Okay. Warte, vielleicht müssen wir das hier auch erstmal benutzen. Mal Global Inventory. Deliver this package to the Vlad's Gunship at Lakeside Safe Zone. So, wo sind wir hier? Lakeside Safe Zone. Ich sollte es da hinten hinbringen. Ja, gut, toll. Voll Mongo, hey. Machen wir doch die ganze Zeit schon. Kann man während der die Map aufnehmen? Ne, läuft nicht weiter, okay. Ah, oh, Mann. Ja, Never ist halt im Early Access und immer noch buggy. Zum Beispiel wundere ich mich auch gerade. Ach, can't fire in Axe in Dings und Stone. Wieso kann ich denn die Scheiße nicht abgeben? Na komm, wir machen mal Reset Spawn. Ja, komm, Reset. Switch. Wir nehmen mal einen anderen. Play. So. Inventar ist genau die gleiche Scheiße. Wo sind wir? Da hinten. Dann müssen wir hier lang. Das müsste Vlad sein Scheißdrecksteil sein. Oh. The fuck? Ah. Auf der falschen Straßenseite. Ach ja. Fängt schon gut an, ne? Falsche Seite gelaufen. Ach so, ach, klar, bin blöd, ne? Ja, Orientierung und ich hier sind immer die... Verstehen uns aber nicht. So, jetzt gib die Scheiße ab. Boah, Leute, komm, ich gehe das kurz googeln. Kleinen Moment. So, Leute. Wunderbar. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Oh. What the fuck? What the fuck? Ja, deliver das... Ja, okay, weiß ich. Ich glaube, ich verreck gerade irgendwie, weil ich unter Wasser bin. Ja. Gut, dass das Ding da öffnet. Ich habe auch Server gewechselt, weil ich dachte, vielleicht liegt es am Server. Und jetzt sind wir auf einmal in der Wildnis gespawnt. Ich teile Damage. Ja, und voll geil. Und es sieht nicht schräg aus oder so. Ja, sowas lieben wir. Komm, ich glaube, ich gehe mich echt umbringen hier. Hä? Das mache ich jetzt schon irgendwie. Ja, genau. Wunderbar. Also er kann nicht irgendwie durch das Wasser hier gehen. Das ist wenig behindert, der Typ. Alter, habe ich mich erschreckt. Dazu noch maximum realistische Geräusche. Nächstes bisschen Viech soll mich töten hier. Ich hab keinen Bock hier zu spawnen. Oh Mann. Ja, oder ich spring vom Dach runter. Guck mal, lass das machen. Das ist easier. Kotze ich mich hier nicht an. Es war ein schönes Leben. Aber jedes Leben muss enden, indem man Säcke durchsucht. Ja, ich habe mich doch kurzzeitig entschieden, lieber doch nicht mich umbringen zu gehen. Ich weiß gar nicht warum, aber hat mich auf einmal so gepackt.
Naja, manchmal erkennt es ja auf einem... Die Glut sieht nice aus, muss ich sagen. Das finde ich geil. Das ist dunkles Schwarz und wieder das andere. Ja, ihr kennt es ja manchmal auf einmal. Da hat man halt Lust, irgendwas zu machen. Na, komm. Sidearm, okay. Ne, wir wollen fucking Katana haben. Ich weiß nicht, was das bringt. Scope da drauf oder was? The power scope will be perfect for top of a sniper rifle. Ach so, wir haben keinen Sniper Rifle. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Wie schieße ich? Sidearm. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Waffen wechsle. Ah. Zwei. Mit drei habe ich die hier. Okay, mit zwei habe ich die Secondary. Okay, geht auch so. Mit Waffenwechsel damit. Ne, also geht mit, damit geht es auf jeden Fall. Schnelle Zielfunktion finde ich schon mal gut. Nicht während dem Rennen zielen. Gut, läuft auch. Dann können wir schon mal anfangen, hier Spaß zu haben. Sorry, Vlad, aber dein Päckchen hier... behalte ich eine Weile noch. Ich spiele jetzt hier erstmal Assassin's Creed. Ist echt blöd, weißt du, wenn wir hier runter wollen? Wir kriegen keinen Fallschaden. Ja, ist klar. Wir sind unzerstörbar. Kein Fallschaden, nix. Vollkommen normal. Ich will trotzdem in die Stadt wieder rein. Wir müssen also da lang laufen. Jetzt wo wir Waffen haben. Noch dazu nicht in der Safe Zone sind, also wir sind jetzt angreifbar. Und wir können angreifen natürlich auch. Müssen wir aufpassen. Denn es gibt hier genügend Chancen zu sterben. Jetzt gerade aus, Wunderbärchen. Das mögen wir. Wir sehen hier noch nichts, was uns hier irgendwie gefährden könnte. Aber vielleicht finden wir noch was. Oh. Ah, ich dachte gerade, da wäre vielleicht eine Höhle oder sowas ähnliches. Gut, also im Moment scheint es noch alles ruhig zu sein. Wir wissen, auf Dächern von Häusern, in so geilen Schlafsäcken, ist geiles Zeug drin. Okay. Hier ist ein Lager gewesen, womöglich. Können wir hier irgendwas absuchen? War noch... Na? Waren wohl noch... vor nicht langer Zeit hier, ne? Unsere guten Freunde. Ja, die Geräusche sind nur Hintergrundgeräusche, merke ich. Die sind die ganze Zeit da, die kommen... Die bewegen sich auch auf die Seite, wenn wir uns auf die Seite bewegen. Also wenn ich jetzt nach rechts gucken würde, würde sich das Geräusch genauso nach rechts bewegen. Und ich denke mal, dieses wird eine sehr ruhige und unspannende erste Folge sein. Abgesehen davon, dass wir Waffen gefunden haben, als kompletter Nubi. Nicht mal eine Ahnung, wie wir damit richtig umgehen. Jetzt würde ich gerne wissen. Jetzt müssen wir links lang, ne? Ja, so kommen wir in die Stadt. Das wird was. Hopp. Vielleicht ist hier auf dem Weg noch was? Wir wissen es nicht, wir finden es raus. Ja, wir wissen jetzt hier auch, das Wasser hier ist nicht ganz ungefährlich. Ja, ich dachte, da hinten hat sich was bewegt. Mal Testschuss. Okay, er will nicht nachladen. Achso, wir haben gar nichts zum Nachladen. Wir haben nur 17 Schüsse. Oh, gut zu wissen. Der Testschuss war wohl doch nicht so gut. Ja,
ich denke mal, das wird jetzt diesmal echt eine eher langweiligere Folge. Ich sehe schon, das Ausdauersystem ist wie in Zelda mit dem Pferd. Wenn du leer machst, musst du warten. Wenn du nicht ganz leer machst, dann weniger. Dann regeneriert sich schneller. Wenig unspektakulär. Ich geh da mal noch mal zu diesem Vlad hin und guck mal, was man da machen kann. Wenn nicht, dann keine Ahnung, dann können wir kein Tutorial machen oder so. Oder irgendwann später, vielleicht klappt es ja irgendwann mal. Aber dann auf keinen Fall jetzt. Nächste Safe Zone ist irgendwo da hinten. Das heißt, wir werden sogar nicht in einer Safe Zone wieder hier uns ausloggen. Denn leider ist die Folge auch schon fast vorbei. Und deswegen würde ich sagen, nach diesem kleinen gefailten Tutorial und schönen Aussichtsplätzchen, das wir haben, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!